Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos, heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Obwalden. Ich bin Bruna Guerriero. Und ich bin Tina Inderbitzin. Und zusammen sind wir Theater Paperlapap. Paperlapap, weil wir zwei immer so viel reden. Wie auch in unserer neuesten Produktion Ciao Bello. Hey, wo wollen Sie fahren? Lassen Sie mich los! Nehmen Sie mir meine Urne, dann lasse ich sie schon los. Ihre Urne ist ja lächerlich, lachhaft ist das. Sie wollen ja nicht jemanden behalten, das sei Ihre. In diesem Theaterstück geht es um zwei Frauen. Um Camilla und Gina. Die beiden haben den gleichen Mann, den Giulio, geliebt. Ha! Hey! Ha! Der Giulio stirbt. Giulio! Und er hat den letzten Wunsch. Seine grosse Liebe soll seine Asche auf seiner Lieblingsinsel verstreuen. Ich schlage vor, wir gehen so schnell wie möglich auf die Insel, verstreuen dort die Asche und voilà. Giulio, wie hast du mir das können antun? Das macht die zwei Frauen zu einer Schicksalsgemeinschaft. Wir sind mit diesem Stück ab dem Herbst in der ganzen Deutschschweiz unterwegs. Keine Post von dir, wie du es versprochen! Keine Post von dir und keinen Gruß! Wenn es so weitergeht, noch ein paar Wochen, dann bleiben wir, wo du bist, denn dann ist Schluss! Gott verdeckung! Und wir gehen dem seine Aschen auf die Insel verstreuen. Der hat ja eins komplett verarscht! Wir sind beides freie, schaffende Theatermacherinnen und dank der Unterstützung von Swisslos wird da unser nächstes Projekt möglich. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.